Ja, guten Morgen, Uberreisen, die Fachzeitschrift Busfahrt, Bus, Touristik, Scherzer. Wir treffen uns heute in Berlin. Jetzt frage ich euch mal, Uberreisen aus Altötting, bekanntes Unternehmen. Warum seid ihr heute in Berlin? Ja, weil wir nicht mehr Bus fahren dürfen seit Mitte März. Wir haben das Busreisen verboten bekommen und wir haben keine Perspektive zum jetzigen Zeitpunkt, wie es wieder losgeht, wann es wieder losgeht und unter welchen Voraussetzungen. Und wir brauchen Unterstützung, weil wir haben laufende Kosten, Busse sind sehr teuer und ja, unsere Lebensgrundlage ist gefährdet. Ja. Wir waren gestern im Bundestag unter anderem, haben mit Abgeordneten aus dem Bustourismus Gespräche geführt. Das Problem wird immer deutlicher, deswegen auch sehr wichtig, dass heute 1000 Busse da sind, weil damit wird eigentlich auch in Berlin erstmal ein Problem wirklich erkannt, wenn man lautstark da ist. Wir haben auch das Gespräch gehabt, 300 Euro pro Tag, pro Stillstandstag eines Busses als Entschädigung nicht rückzahlbar für die Busunternehmer einzufordern und unter anderem auch die Mehrwertsteuersenkung wie bei der Bahn. Wäre das etwas, was Ihnen helfen würde? Ja, auf jeden Fall. Irgendwelche Unterstützungen, die nicht rückzahlbar sind, wären gut. 300 Euro am Tag wären natürlich sehr gut, wobei ich denke, es ginge auch mit einem anderen Betrag schon, dass man so über die Runden kommt, dass man überleben kann. Mehrwertsteuersenkung ist auch ein sehr guter Ansatz, wenn wir denn dann wieder fahren dürfen, aber auf jeden Fall irgendwelche Sachen oder irgendwelche Gelder, die wir nicht zurückzahlen müssen, weil Überbrückungskredite und so weiter, also wir bekommen die aktuell noch, aber irgendwas, was wir nicht zurückzahlen müssten, wäre schon sehr wichtig. Wir hatten gestern auch mit dem Abgeordneten Roman Müller-Böhm im Tourismusausschuss des Bundestages den Maskenschutz angesprochen und dass das 16 verschiedene Verordnungen in Deutschland derzeit gibt. Ja. Ich glaube, dass man sich jetzt da langsam mal sehnt nach einem Machtwort, wie soll Busreisen der Zukunft aussehen? Es ist schwierig. Wir sind aus Oberbayern, wir sind aus dem Landkreis Altötting. Wir hatten eine hohe Anzahl an kranken Menschen gehabt. Auch in unserem Dorf sind einige Menschen an Corona gestorben. Wir müssen Sicherheitsmaßnahmen, denke ich, Hygienekonzepte haben. Ich verstehe auch, dass die 16 Bundesländer unterschiedlich sind, weil es gibt Bundesländer, in denen war einfach wenig gewesen. Also ist es schwierig, da zu sagen, einheitliche Linie. Weil es nicht so einheitlich gewesen ist, diese ganze Krankheit. Schwierig, ganz schwierig, aber auf jeden Fall, ich glaube, das würden die Kunden auch mitmachen mit einem Maskenschutz und dass man dann auf Reisen gehen kann. Aber ja, also unser Klientel, ältere Leute, es wird schwierig sein, denen zu vermitteln, dass es jetzt bedenkenlos ist zu reisen. Ja. Wir wünschen euch für heute, für den heutigen Tag viel Erfolg, viel Glück. Immer auf der Hupe bleiben, vor allem im Nähe Reichstag. Sie wissen, dass ihr kommt und Sie wissen, dass Sie hinhören müssen. Ja. Alles Gute für euch. Danke. Und ein Busmodell kriegt ihr auch noch von mir. Wenn der Herr fertig ist, überreiche ich es euch noch. Alles klar, danke. Danke dir, gell? Danke.